Hi Leute, ich bin immer noch auf dem Heimweg. Ich habe gedacht, das Wetter ist so schön und die Grafik ist so toll. Und ich würde sagen, ich begebe mich mit euch jetzt hier direkt einmal nach Pistoia. Heißt es Pistoia? Ist ja wurscht, ihr wisst, wohin ich will. Und da müsste ich vielleicht erstmal die Quest abschließen da oben. Deswegen, ja, laufe ich mal in aller Gemütlichkeit dahin oder ich renne dahin. Das ist eigentlich bombig, ne? Ja gut, was habe ich denn vor? Ich müsste mal. Ne, ich laufe jetzt erstmal weiter. Ich müsste mir diese komische. Wie heißt denn das? Diese Nahrungshütte da bauen. Und zwar, dass mir mein Fleisch nicht immer so vergammelt. Letztendlich kann ich das aber, glaube ich, nicht machen. Ich muss trotzdem kurz mal unterbrechen. Denn ich brauche hier das Nahrungsmittellager, so heißt es. Ich habe 0 von 5 Punkten. Und da steht, ich muss hier Landwirtschaft betreiben. Das bedeutet wiederum, ich muss trotzdem Felder anlegen, die Geld kosten. Das mache ich halt dann. Und vielleicht lege ich die Felder an und reiße einfach wieder ab. Steht ja nicht da, dass die Felder bleiben müssen. Ist so eine Alternative, die ich mir überlegt habe. Ja, warum läuft immer mit dem Speer in der Hand? Weil ich ein Schisser bin, Leute. Ich bin Schisser. Ich habe schon zweimal bin ich schon gestorben. Wie heißt denn die Karte jetzt? Piastovia. Habe ich schon richtig gesprochen? Ja, ich bin zu schwer, deswegen dauert es recht lange. Na gut. Aber ich würde sagen, wenn ich vor den Toren stehe, dann schalte ich mich wieder dazu. Bis gleich. Ich schalte mich doch direkt mal dazu. Ich habe hier jetzt da so eine. Zwei so Fässer gefunden, da liegt Eisenerz drin und Säckchen. Die Säckchen habe ich mir schon eingesteckt und das Eisenerz auch. Dann war noch ein Geldbeutel hier mit 70 Gold oder so, oder 70 Münzen. Aber ihr seht schon, ich bin jetzt richtig schwer geworden. Na gut, ich bin jetzt gleich drin, da können eigentlich gar mitlaufen, die 2,50 Meter. Wobei, das dauert noch, bis gleich. So, da bin ich auch schon. Was ist das für ein Eingang? Am Westeingang. Ich laufe jetzt da mal die 110 Meter gar oder zu dem. Ja, zu Sulipor, schätze ich mal. Nehme hier die Abkürzung durch diese, ja, keine Ahnung, was das hier ist. Müllhalde. Kupferhammer. Ah, merke ich mir vor. Na du, Entschuldigung. Der hat komisch gerochen. Habt ihr das auch gerochen? So, wo ist er denn hier? 60 Meter. Außerhalb? Okay, dann machen wir das. Ja, das ist der Hopfenbauer wahrscheinlich. Ach, da sitzen sie einfach faul rum. Seid ihr die Faulen? Na du? Was machen ihr zwei hier? Hä? Darf man das wissen? Ist das ab 18? Der sagt, dass er an die Ton mitgenommen hat. Das ist ja in Ordnung. Der Griff ist abgefallen, okay. Das ist keine schlechte Ausrede, du. Das müssen wir mal im Real Life anwenden. Die Schlüsselzutat für den Kleber zu bekommen. Oh. Lass mich raten. Honig? Honig? Oh, vielleicht kannst du. Nein, ich kann nicht. Mann, das nehme ich an. Na super. Ah, Junge, wo soll ich jetzt Honig herkriegen? Eine Honig. Eine. Wie viel waren das jetzt? Tagebuch, Entschuldigung, da brauchen wir den, warum? Eine Honigwabe. Wo kriege ich jetzt Honig hier? Du Held, ich kann mich nicht schnell bewegen. Hab Durst. Und muss jetzt für dich Geld ausgeben, weil du den Krug geklaut hast. Mann, Mann, Mann. Honigwabe, Honigwabe. Ich würde mal zu dir da gehen. Na du? Honig? Hä? Honig, Honig, Honig? Schauen wir mal. EFG. H. Eine. 12. 12 Münzen darf ich ausgeben. 15. Sogar. 15. Oh, weh, weh, weh. Junge, da bist du mir was schuldig. Ganz schön teuer hier. Ich glaube, ich sollte Imker werden.
und dann welche ein paar, ne, so Bienen züchten. Ey, hock doch, der ist schon wieder faul rum. Was ist denn das für einer? Der ist echt faul, oder? Na gut, pass mal auf. Ist ja egal. Hast du den Honig? Ja, ich hab ihn. Herzlichen Dank, der Kleber will einige Zeit. Och, nur freilich. Ich mach alles. Ich hab Zeit ohne Ende. Ich bin hergefallen. Gefallen tun ist mein Schicksal. Nein, könntest du nicht. Ach, frag frei heraus. Könntet ihr ihn zu Roslava und Balin zurückbringen? Ich möchte ihren Zorn nicht begegnen. Vor allem nicht Balin. Geh besser zu Roslava. Ich mach das mal. Ach, ich mach das mal, Desta. Morgen wiederkommen. Hätte ich jetzt doch zu ihm gehen sollen? Warte auf den nächsten Tag. Ja, dann. Dann warte ich auf den nächsten Tag. Ich muss nach Hause, Leute. Ich bin zu schwer. Und dann würde ich auch mal schauen, dass ich irgendwann mal ein Reittier bekomme. Aber das dauert. Gut, wo sind wir denn hier? Oh, 6 Minuten erst. Ich laufe nach Hause und melde mich dann wieder, wenn ich zu Hause bin. Bis gleich. So, hier blende ich mich auch schon direkt wieder ein, weil es mir einfach richtig super toll gerade gefällt hier. Mit den Wolken, mit meinem Haus ohne Fenster, schlecht geplant. Und wenn ich dann hier am Hügel bin, geht es da unten das Dorf schon los. Ah, das ist schon hier. Ich glaube, das war ein guter Platz, sich hier anzusiedeln. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist ein bisschen Weg darunter. Aber ehrlich gesagt, vielleicht stehe ich da noch zwischendurch ein paar Häuser hin und so. Gut, ich werde jetzt erstmal mein ganzes Material, das ich hier im Rucksack habe. Wo ist mein Rucksack? Ach, ich habe noch gar keinen Rucksack. Ach ja, eben, ich habe ja noch gar keinen Rucksack. Muss ich jetzt mal abliefern. Und ich muss dann mal schauen, ob mein Fleischer hier schon was gemacht hat. Ich bin schon wieder schmutzig. Ich bin gerade hier durch das Dreckwasser gegangen hier. So. Erstmal schauen. Gewicht abladen. Eimer. Weg damit. Eisenerz, ja. Das ist ziemlich schwer. Ich habe einfach zu viel Sachen. 7 Weinflaschen habe ich. 2 Kilo. Ich brauche eigentlich gar nicht so viel. Ich habe einen Kupferhammer einstecken, dann würde ich den Bronzehammer ablegen. Tierfutter. Ich habe noch keine Tiere, aber das wird hoffentlich nicht kaputt gehen. Ich habe doch einen großen Rucksack, ich habe es doch gewusst. Den habe ich nicht ausgerüstet. Oder was? Hä? Habe jetzt den Rucksack da reingelegt? Bin ich so blöd? Na freilich. Meine. Jetzt habe ich einen Rucksack. Leute, jetzt kann ich mehr tragen. Aber auch nicht viel mehr. 20 Kilo mehr. Ich schleppe mich da wie ein Störer tot. Halbtot. Na egal. Ich würde auch sagen, ich lege hier die schweren Federn ab. Den Flakon. Das Fleisch, das tut mir richtig weh, aber ich lege es trotzdem ab. Kupferaxt, Kupferhammer. Ich habe eigentlich zu viel Werkzeug einstecken, ne? Holzhammer, Kupferhammer. Steinmesser, die Steinmesser lege ich auf jeden Fall ab, weil die benutze ich nicht. Säckchen, Säckchen, Säckchen. Lege ich auch ab. Ich würde mir aber hier die Eisenhacke glatt direkt rausnehmen. Und ich muss ein Feld anlegen. Ich brauche 5 Punkte. Na, wo ist jetzt mein Werkzeug? Ich brauche jetzt 5 Punkte und ich lege mir jetzt irgendwo ein Feld an. ABCDE, Eisenhacke, die lege ich mir mal hier auf die 7. Und den Hammer habe ich auf der 5. Welchen habe ich denn hier? Ist das der Holzhammer hier? So, und da ich ja hier eigentlich bei mir kein Feld haben möchte, da unten auf gar keinen Fall, also das wäre mir viel zu schön, zu schade. Dann lege ich jetzt einfach mal, ich gehe mal da hinten, ich lege mal da hinten ein bisschen ein Feld an, oder da drüben. Ach nein, das waren die Wölfe, gell? Dann mache ich jetzt einfach mal hier, ich lege hier mal ein Feld an. Einfach so. Jo, so meint es.
Also einmal Gebäude, Landwirtschaft und dann brauche ich Feld. Ich schaue mal, wie ich es mache. Wieso macht denn der das so schräg? Hä? Wieso machst du nur ein schräges Feld? Ne, das will ich nicht haben. Okay, dann kann ich mich wahrscheinlich gar nicht wehren. Dann richtet der es immer nach einer bestimmten Richtung aus. Richtet er es nach einer Richtung aus. Ganz toll. Ich mache das mal so, dass ich am besten wenig zerstöre. Felder setzen sich aus mehreren Parzellen. Auf jeder einzelnen kann Pflanzenart stehen. Ja, so machen wir das sowieso. Jetzt nehme ich mir die 7, die Hacke, und werde jetzt hier einfach mal total schwer. Oh, laufen muss ich natürlich auch. Und wieder hier. Und noch ein Fleckchen. Wie viele Punkte gibt denn das jetzt hier? Entschuldigung. 0,6 Punkte. 1, 2, 3, 4. Das ist mir jetzt zu blöd hier. 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und einmal nachschauen. Gibt 10 Stück, also gibt 0,2 Punkte. Das heißt 2,8, 3, 3,2, 3,4, 3,6, 3,8, 4, 4,8. Das kann jetzt nicht wahr sein. Tatsächlich, ne? Muss ich mir jetzt noch eine kleine Parzelle anlegen. Das mache ich auch. Ich weiß gar nicht, wo ich meine Hacke jetzt habe. Ich brauche einen Hammer erstmal. Dann mache ich es eben so. Das teste ich jetzt direkt aus. Ich lege mir... Ruhig bleiben. Nicht nervös werden. Cool bleiben. So. 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 Ich lege mir jetzt einfach eine Parzelle an. So. Die werde ich pflügen. Dann komme ich auf 5,0. Freigeschalten. Okay. Und das hier... Das rupfe ich jetzt direkt wieder weg, weil es mir da nicht gefällt. So, und jetzt möchte ich es aber wissen hier. Ja, Junge. Ne? Gut geleffelt, würde ich sagen. Ich brauche auf jeden Fall ein Nahrungsmittellager und das würde ich jetzt dann auch direkt hier mit euch bauen. Ich muss kurz einen Standort noch suchen, wo ich das denn hinpflanzen werde. Und ich wollte mal schauen, wie viel Geld ich noch habe. 800. Wenn ich das jetzt hier direkt da anschließend mache oder besser hier. Ich mache es hier hin. Ich mache es hier hin. So, Gebäude. Landwirtschaft ist es nicht. Produktion ist es auch nicht. Auch nicht. Nahrungsmittellager, da ist es. Hier. Das würde ich ein bisschen drehen. Tatsächlich. Das jetzt direkt anschließen, das schaut doch blöd aus, oder? Ja, geht auch gar nicht. Aber ich würde schon gerne, dass die Dächer in etwa übereinstimmen. Ich mache das dahin. 14 Steine will der Junge, Junge, da bin ich zu schwer für sowas. Ups, Entschuldigung, ach, du sollst doch hier nur eigentlich hier Steine sammeln. Na gut, dann werde ich jetzt mal hier in der Nacht Steine sammeln. Insgesamt 14. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Hey, was habe ich jetzt gemacht, Leute? Wieso ist das jetzt dauerhaft? Was ist denn jetzt passiert? Hallo? Dann nutze ich das aus. Ne, der verbraucht Energie. Was habe ich jetzt für Taste gedrückt? Ich kann es euch nicht sagen, was das jetzt war. Es scheint ein Bug zu sein. Ich bin irgendwie auf eine Taste gekommen, da war oben gestanden F4. Ist egal, macht mir auch nichts aus.
Ach, nicht in Pilz brauchen wir nicht. In Pilz brauchen wir nicht, habe ich gesagt. Ist denn nicht blöd? Ja, dann halt nicht. So, und noch ein Steinchen hier. Dann kann ich nämlich meine Nahrungsmittel da reinlegen. Und ich muss auch mal schauen, ob der Karl-Heinz hier schon da ist. Den ich hier mir als Jäger ausgesucht habe. So, ich brauche hier 10 Stämme. Ich muss erst mal trotzdem, ich bin irgendwie, keine Ahnung. Stämmchen, hast du denn Stämmchen für mich? 39, habt ihr genug Brennholz? Habt ihr. Okay, dann nehme ich mal, ich bin nochmal so frei, nehme gleich 18. Weil ich habe jetzt Gewicht, ich kann jetzt hier richtig fett auftrümmern. Klopf mal. Diese Stämmchen da hoch. Zacki, Bumé, Tums. So, hier drin brauche ich dann noch ein wenig, 3 Stück. Sehr schön. Und hier brauche ich dann, ach Gott, da ist ein Stamm. Da ist ein Stamm, da ist ein Stamm. Da und da. Jetzt brauche ich dann noch 1, 3. Ach Gott, da oben auch. 3, 7, 11 und 4. 15 Stämme brauche ich noch. Donnerwetter. Dann nehme ich da mal noch 15 Stämme mit. Und da muss aber ganz schön arbeiten hier. Und Stöcke nehme ich auch alles mit, was ich habe. 67. Und Stroh nehme ich auch alles mit, was ich habe. So, und dann gehe ich richtig schön. Jetzt werde ich gleich das Frieren anfangen wieder, schätze ich mal. Gut. Ich baue mir das jetzt mal zu Ende. Kurz vor der Fertigstellung schalte ich mich wieder dazu, okay? So, gut, da bin ich jetzt auch gleich fertig, hoffe ich mal. Oh nein, jetzt fehlen mir noch 2 Holzstämme. 3 Holzstämme, Leute. Das ist natürlich mega, mega übel. Da hätte ich jetzt noch 2. Die hatte ich ja damals rausgeworfen und ich glaube, ich habe gar keine mehr. Ich habe gar keine Holzstämme mehr. Ich bringe jetzt diese Nahrungsmittelhütte da gar nicht fertig. Alter, weil mir hier ein Holzstamm fehlt, das glaube ich ja jetzt nicht. Jetzt darf ich mitten in der Nacht noch irgend so einen Baum sagen, dass er doch bitte mal verschwinden soll. Ehrlich gesagt, die wollte ich eigentlich lassen. Mensch. Na gut, ich laufe jetzt mal darüber und werde mal da drüben einen Baum schnell fällen, mitten in der Nacht. Wobei ich das ja eigentlich gar nicht wollte. Aber ja, hilft alles nichts. Ich muss, Leute, ich muss. Ich möchte mit in dieser Folge auf jeden Fall dieses Nahrungsmittellager fertigstellen. Baumfeld! So, nehmen. Was habe ich jetzt freigeschalten? 9 Level Gewinnung. Oh. Jetzt habe ich schon wieder. Warte mal, ich habe jetzt leer und Ding gedrückt. Habe ich leer und alt links. Warte mal. Ich kann es nicht. Ich verstehe es nicht. Was das für eine komische Tastenkombination ist. Meine Ausdauer ging jetzt bis runter. Und die Fackel ist jetzt auch gerade kaputt gegangen. Egal. Ich stelle auf jeden Fall hier erstmal das Haus fertig. Also jetzt das Nahrungsmittellager. Und dann, glaube ich, lege ich mich auch mal schlafen. Ich kann nicht immer durch die Gegend laufen. So dreckig, wie ich bin. So, Hämmerchen raus. Jetzt muss ich vielleicht schon den Bronzehammer benutzen. Und klick, du. So, sauber. Ich lege mich jetzt einfach mal oben schlafen. Ne? Ich lege mich jetzt einfach mal... Ach, du bist ja hier. Du musst voll gut jagen. Ich brauche Fleisch ohne Ende. Und ich würde sagen, ich gehe eine Runde pennen. Und danach sortiere ich mein Lager. Und das wird es in der Folge auch schon wieder gewesen sein. Irre. Ich muss ja sowieso auf den nächsten Tag warten. Vielleicht mache ich die Quest noch zu Ende. Es ist alles so dunkel hier. Licht, bitte. Danke. Und ab ins Bett. Super, ne? Ich würde jetzt hier aber schnell mal den Bronzehammer rauslegen. Den brauche ich jetzt nicht. Der ist mir zu schwer. Und würde hier das Lager sortieren, beziehungsweise wisst ihr, nee Leute, das Lager sortiere ich nicht. Ich gehe jetzt direkt die Questgabe beenden. Da drüben.
zwischendurch mal durchs Wasser laufen. Ja, wir sehen uns dann in Piastovia. Bis gleich. So, völlig außer Puste hier. Bin ich gleich wieder hier bei Fauli. Wo ist er denn? Der wird noch pennen, wa? Der wird noch... Oder ist es der da hier? Nee. Ach, da ist er mit dem Hut. Max, aber toll. Mhm. Schluss jetzt. So. Er ist fertig. Was denkst du? Was ist denn schon wieder fertig? Er ist so gut wie neu. Der Schaden wird ihm gar nicht auffallen. Ich fürchte, dass er nicht lange halten wird. Würde man nur Blumen hineinstellen. Dann vielleicht. Aber du weißt ja, der Schenke zugeht. Ich schande das. Dann behalte dein Geheimnis für dich. Abliefern an Roslava. Dann machen wir das. Aber das ist innen drin, ne? In der Schenke. Kann sich ganz schön ziehen, so eine Quest. Mal schauen, was der Tag hier gebracht hat. Holzstämme will ich nicht machen. Feuer. Vier Holzstämme. Fackeln. Einfache Fackeln, dabei wieder Leder. Strecke und Wildschweinjagd. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch keine Lust. Wo ist er denn jetzt da? Der Gute. Ach, hier bist du. Wäsche aufhängen. Ja, darf ich dich mal unterbrechen, bitte? Schau, wie sie lächelt. Hallo. Na, wie geht's mit der Suche? Ich habe die verschwundenen Tonkrüge. Kaputt. Ja, Sulibo hat bei ihm beim letzten Sitz. Das kann er nicht verraten, oder? Das mache ich nicht. Das war er, aber ich möchte den Namen desjenigen dafür nicht nennen. Er würde sich wahrscheinlich zu sehr schämen. Ja, das machen wir auch. Armer Kerl, wie lieb, dass er es versucht hat. Ich fürchte nur, er wird nicht lange halten. Trotzdem danke. Es ist der Gedanke, der zählt. So, die Quest ist abgeschlossen. Und ich würde sagen, wisst ihr was? Wenn die Quest schon abgeschlossen... Achso, ich habe ein neues Level gekriegt. Das müssen wir natürlich schnell nochmal einverleiben. Zwei Stück habe ich sogar gekriegt. Habe ich jetzt Diplomatiekenntnisse. Was kriege ich denn da? 5% mehr Ding, 10% mehr Reputation. Zuneigungspunkte. Ich würde sagen, ich mache das hier. Komm. Kann ich schneller leveln. Und in den Kenntnisse der Gewinnung... Meister zur Zerstörung. Da kriege ich 50% vom Material zurück, das mache ich. Auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Brauche ich nicht. Boah, neues Level, du kannst 5 Kilo mehr tragen. Ja, Junge, das würde mich jetzt ja direkt interessieren. Aber ich habe einen Rucksack, ich glaube, das reicht mir erstmal. Ich würde mir 10% schnellere Gewinnung gönnen. So, jetzt suche ich mir noch ein bisschen hier. Ein Schutt. Breitwegrich ist auch noch nicht da. So, da steht er nun. Und stand nun. Gar nicht so einfach, wenn man es doppelt nimmt. Ich mache das mal so und würde jetzt noch eine Geste machen. Was haben wir denn hier? Nein, beschütze mich. Hier bleiben. Danke. Antrag machen. Alter, komm hör auf. Warte mal, ich schaue schnell mal bei 1. Verärgert, eingeschüchtert, folgen, auf Wiedersehen. So machen wir das. Servus. Bis zur nächsten Folge. Ciao.